Heute, was geht ab, Dr. Hunger? Heute mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Auch bekannt als Jurassic Go. Ich habe es vor ein paar Tagen vorgestellt, die erste Folge. Und überraschenderweise, also es gab natürlich eine Menge Hate, eine Menge Dislikes, dass ich das nicht zocken soll. Aber im Vergleich zu Draconius Go, ein bisschen weniger Hate sogar. Sogar mehr Leute, die sagen, ja okay, mach mal ein paar Folgen, bisschen testen geht schon. Und genau das mache ich. Ein, zwei Folgen in der Woche vielleicht. Vielleicht wahrscheinlich eine Folge die Woche werden kommen. Ich habe hier schon mal was eingeblendet. Und zwar habe ich zwei epische Dinos gefunden. Und gefangen kann man nicht sagen, aber ein bisschen DNA von denen. Ich glaube, die brauchen zwischen 100 und 150 DNA. Und pro Begegnung mache ich, glaube ich, um die 30 DNA. Gestern Abend war hier bei mir auch noch einer. Aber auf den hatte ich jetzt keine Zeit und Lust. Hatte jetzt keinen Bock, extra deswegen rauszugehen. Mal schauen, ob ich das irgendwann bereuen werde, weil ich weiß echt noch gar nicht, wie selten diese epischen Dinos sein werden. Anderes Problem, was ich bisher habe, und das war wahrscheinlich auch ein großes Problem bei Draconius Go, die Namen und die Bindung mit den Monstern, Kreaturen, Dinos. Es hat bei Draconius Go einfach diese Bindung mit den Monstern gefehlt. Das waren einfach komplett neue Kreaturen, die extra für das Spiel kreiert wurden. Hier sind es halt natürlich echte Dinos, also zumindest lernt man ein bisschen und lernt die echten Namen und sowas kennen. Aber man hat halt keine Bindung zu denen. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was das für ein Dino ist und welchen Namen er hat. Und das größte Problem ist, ich weiß nicht, ob ich ihn schon habe oder nicht. Weil du kannst anklicken und dann hast du sie als gesehen, im Pokédex sozusagen. Und ich habe halt echt keine Ahnung, welchen von denen ich noch nicht habe und welchen ich noch anklicken soll. Momentan klicke ich einfach echt jeden an und dann steht dann da, ob ich den schon gesehen habe oder nicht. Wenn der neu ist, dann steht da auf einmal neue Begegnungen oder so. Und ja, das ist das größte Problem bisher. Und im Gegensatz dazu, das Beste am Spiel ist die große Reichweite. Das heißt, Dinos, die relativ weit weg sind, die man in Pokémon niemals fangen könnte, außer man muss aufstehen und ein paar, was heißt paar, sogar 100 Meter, Reichweite hat das Teil, 100 Meter gehen, kann man hier einfach von zu Hause oder von der Arbeit einfach im Sitzen fangen. Was es halt ganz gut macht, dass man das halt ab und zu nebenbei mal aufmachen kann, ein paar Dinos fangen kann und dann war es das auch wieder. Und halt alle 6 Stunden diese Box. Dauert bei mir noch 2,5, also kann ich euch nicht zeigen. Aber ich zeige euch jetzt mal, welche Dinos ich jetzt machen kann. Wir haben ja auch ein Dino direkt bei mir, aber wie ihr sehen könnt, ich habe bereits 248 DNA von 50, die ich nur brauche. Und ich will jetzt meine Dartpfeile nicht verschwenden für den. Und das... Seht ihr? Das ist genau derselbe, aber ich habe es nicht mal gecheckt, dass es derselbe ist. Ich muss sie erst immer anklicken. Und das ist halt die große Schwachstelle von dem Spiel. Aber egal. So. Die 10 Dinos kann ich mir jetzt machen. Kreieren. Und ab 4 Dinos kann man PvP-Kämpfe bestreiten. Okay. Diese Werte sagen mir alle bisher nichts. Oh, und dadurch, dass ich mehr habe, oder? Ja, entwickeln können wir auch, das machen wir glaube ich aber im nächsten Video. Wir müssen uns erstmal langsam an das Spiel herantasten. Auch das mit diesen Hybriden. Ich weiß, man kann irgendwie zwei immer zusammen fusionieren, also verschmelzen zu dem Hybriden. Und das Klasse ist, man muss die zwei Untergen auch immer weiter leveln und dann nochmal zusammenschmelzen. Kenne ich von anderen Spielen, so Dokkan Battle oder so. Aber, jetzt mal raus wieder. Direkt den nächsten. So. Der Einiosaurus. Okay. Boom. Ich krieg relativ wenig EP. Ihr seht es hier oben links. Wahrscheinlich für Entwickeln oder so auch nochmal EP, weil sonst kann man ja gar nicht leveln. So, der nächste. Der Suchomimus. Auf geht's. Clearen wir dich mal. Bei dem hatte ich ja zum Beispiel. Oder? Kommt das später erst? Doch, auch ein Überschuss. Okay. Battle unlocked. Bam! Auf geht's. Take your team into battle. To begin your combat training. Nicht jetzt. Wir machen hier noch ein paar. Auf ins Labor. Der Stegosaurus. Den kennt man. Klar.
Das erinnert mich nicht an Jurassic World oder Jurassic Park, sondern an so eine alte Cartoon-Serie, die früher auch Super RTL lief. Mit so 4 Dinos oder 5 oder. Muss ich nochmal raussuchen. Ich hoffe, jemand kennt das von euch in den Kommentaren. Da gab es auch einen Stegosaurus, natürlich ein T-Rex. Das erinnert mich an eine zweite Serie. Und zwar waren das so Dinos aus dem All. Und die sind auf die Erde gekommen. Ich rede gerade von dem Cartoon. Und die haben irgendwie so Kindern Ringe gegeben. Aber ursprünglich meinte ich einen anderen Cartoon. Das waren so 5 andere Dinos. Also, keine Ahnung, die Cartoons früher waren ends verrückt. So, den haben wir da gerade entwickelt. Nundasuchus. 4 haben wir noch. Ne, 5 haben wir noch. Puh. Schon eine gute Menge ange. Velociraptor. Okay, den kenne ich auch. Schon eine gute Menge angespart, wollte ich sagen. Der Velociraptor müsste sehr schnell sein und wenig KP haben. Kann man sich denken, also so. Ups, habe ich auf Evolved gedrückt? Ne, ich hoffe nicht. Kann ich auch gar nicht. Müsste ich nochmal die 100 knacken. Hatte nur 82 oder so. Ich würde sagen, kann man sich denken, dass so Stegosaurier und sowas eine hohe Death haben, mehr viel KP. Und so ein Velociraptor viel Speed. So, Sarcosuchus. Auch da, wenn ich noch mehr DNA sammle auf 100, dann kann ich ihn entwickeln und dann immer höher pushen. Ist klar, so wie bei Pokémon. Noch mehr Bonbons sammeln, auch wenn man den schon hat. So, Panicolagrois. Okay. Die meisten Sachen sind alle kommen. Ein paar Rare-Sachen sehe ich hier ab und zu. Die sind unten mit einem blauen Kreis gekennzeichnet und die epischen mit einem orangenen, gelben. So, 2 haben wir noch. Ophiakodon. Auch kommen. So. Er hat ziemlich schlechte Werte, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit den anderen verglichen. Wir sind jetzt Hälfte von Level 2 gerade mal. So. Also dauert schon lange mit dem Leveln. Aber. Ich wüsste auch jetzt gerade nicht, wie und wofür Level in dem Spiel hier gut sind. Werden wir alles hoffentlich noch herausfinden. So, Edmontosaurus. Okay. Oh, der hat irgendwie echt eine Menge EP gebracht. Wir waren bei der Hälfte, auf einmal sind wir bei 3/4. 4/5 sogar. Eher gesagt. So. Das ist mein Team. Die kann ich alle aufleveln. Modify. Ich zeige euch mal meinen Pokédex. So. Die habe ich nicht alle gesehen. Manche von denen sind einfach nur Hybriden, die ich jetzt erstellen könnte. Also jetzt nicht, weil ich wahrscheinlich nicht genug DNA und Dinos habe, aber von möglichen 2, die ich besitze. Weil ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich nicht so viele epische gesehen habe. Genau hier Fuse und die 2 habe ich wahrscheinlich. Und die 2 muss ich erstmal auf Level 15 bringen. Und dann kann ich den fusionieren. Und dann kriege ich wahrscheinlich, ich nehme an, aus Logik, vielleicht 10 oder 20 oder 30 DNA von 200. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange es dauert. Kein Wunder, der ist auch legendär. Der ist nicht mal episch, der ist legendary. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange es dauert. Ich muss jeden von diesen 2 ständig auf 15 leveln. Und ich habe die gerade mal auf Level 1 gerade mal bekommen. Weil Level 1 dauert schon 50 DNA ungefähr. Und das bis auf Level 15. Dann beide fusionieren, das bringt dann nur einen Teil davon und das so oft machen, bis das 200 bringt. Also das kann ewig dauern. Ja, der muss dann auch richtig krass sein. Sieht man hier irgendwo seine Statistik? Nee. Aber wie gesagt, das größte Problem, man kennt die Dinos nicht. Ich weiß nicht, was mir fehlt, was mir nicht fehlt.
und kämpfen, könnten wir jetzt machen. Aber das machen wir wahrscheinlich im nächsten Video. Ein Schritt nach dem anderen. Check hier nochmal die Lage. Vielleicht fangen wir noch ein, zwei. Ich wollte sagen Pokémon, aber ich meine Dinos. Okay, der bei mir war, ist despawned. Heute ist allgemein gerade wenig los. Da könnt ihr sehen. Blauer Rand. Der ist rare. Okay, ich werde jetzt nicht so weit gehen für den, aber den können wir fangen. Auf geht's. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Schreibt unten in die Kommentare. Ah, da ist er wieder. Ja, dann fangen wir den. Und dann liegt das gerade für den anderen. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch zockt, ob ich noch weitere Folgen machen soll. Und bleibt dran für die nächste Folge, da werden wir kämpfen. Aber jetzt. Okay, will nicht. Dann fangen wir den nicht mehr. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Jurassic World Alive is serious business.